dass das dann so ausgeht, ist natürlich, das kann man nicht planen. Die Arena steht Kopf, die Austria zündet ein Feuerwerk gegen den Tabellendritten Blau-Weiß Linz. Bereits nach wenigen Augenblicken die Führung, Florian Jaritz zieht ab und Markus Rusek ist zur Stelle und feiert den Treffer standesgemäß mit einem Salto. Wir haben uns richtig gut auf das Spiel vorbereitet und haben vor dem Spiel auch gesagt, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Egal, ob es der Tabellendritte ist oder ob es der Tabellen-15. Ist es egal. Und so spielt die Austria unbeirrt nach vorne. Jaritz mit der schönen Vorarbeit für Benedikt Bichler. Der 20-Jährige nimmt Fahrt auf, nur der Schuss nicht platziert genug. Die Haare raufen muss sich Benedikt aber nicht lange, denn nach der Pause macht er es besser und trifft zum 2:0. Ich bin allein zentral am Öffer gekommen, habe meinen Arm mitgenommen und links bei ihm vorbeigehauen und dann gefeiert. Ja. Ich glaube, die Linzer haben keine einzige Torschance gehabt und da muss ich wirklich sagen, unser Defensivverhalten jetzt nicht nur von der Abwehr, sondern von der ganzen Mannschaft ist zurzeit wirklich toll. Prädikat sehenswert, das 3:0. Okan Aydin mit dem Zuckerpass auf Philipp Hütter und der nützt die Chance eiskalt. Da freut sich auch sein Assistgeber. Wo ich ganz genau weiß, dass er den Ball reinhauen wird und schon im Sitzen gejubelt habe, das war für mich, wo ich sage, ein sehr, sehr schön herausgespieltes Tor. Die Fans sind begeistert und die Akteure im absoluten Spielrausch. Bei so einer Kulisse willst du natürlich noch ein 2-3-0 auch noch weiter Gas geben und auch noch sagen, was drauf hast und denen sagen, dass sie nochmal gekommen sind und ich hoffe, sie werden dann wieder kommen. Die Mannschaft rührt fleißig die Werbetrommel. Neuzugang Cosmas Getzos trifft kunstvoll zum 4:0 und weil es so schön ist, auch gleich zum 5:0. Im Endeffekt spielen wir zwar für uns, aber auch für die Fans, um die Fans natürlich auch ins Stadion zu holen. Nur eines will der Trainer nicht. Wir dürfen nicht überheblich werden.